Ja, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung, aber auch im Namen unseres Kooperationspartners, der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg, begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung 100 Jahre Trennung von Staat und Kirche in Deutschland, Visionen für das nächste Jahrhundert. Ich glaube, jeder hat es mitbekommen, in diesem Jahr blicken wir sowohl auf 100 Jahre Weimarer Verfassung sowie auf 70 Jahre Grundgesetz zurück. Und die Religionsfreiheit spielt in beiden Verfassungen eine zentrale Rolle und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Gleichzeitig, und das wissen schon weniger Leute, wirkt die Weimarer Verfassung, die ja das rechtliche Verhältnis von Religion und Politik durch das Staatskirchenrecht geregelt hat, bis heute nach und ist in Teilen Bestandteil unseres Grundgesetzes. Das Staatskirchenrecht umfasst die vom Staat gesetzten Rechtsnormen, die sich auf die Rechtsstellung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie deren Verhältnis zum Staat beziehen. Wichtige Elemente hierbei sind die institutionelle Trennung von Kirche und Staat sowie das Selbstbestimmungsrecht von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Das Staatskirchenrecht hat also weder etwas mit Staatskirche zu tun, was man ja denken könnte, noch betrifft es allein die traditionellen Kirchen, sondern eben alle religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften. Und daher gibt es auch Stimmen, die sagen, man sollte anstatt vom Staatskirchenrecht lieber vom Religionsverfassungsrecht reden. Allerdings gibt es nicht nur Kritik an diesen Begrifflichkeiten, sondern eben auch an der sogenannten Kirchenförmigkeit des deutschen Religionsverfassungsrechts und die sich dadurch ergebenden Bevorteilungen der großen Kirchen in Deutschland. Aktuelle Beispiele für Probleme bei der Gleichbehandlung sind die Einrichtung von Angeboten des Religions- und Lebenskundeunterrichts als ordentliches Lehrfach oder die Anerkennung von Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Diese Diskussionen über das Verhältnis von Staat und Glaubensgemeinschaften sind natürlich schon sehr alt und auch langer Bestandteil unserer gesellschaftlichen Diskussionen. Allerdings hat sich unsere Gesellschaft in den letzten 100 Jahren auch stark verändert. So, die Religionszugehörigkeit spielt immer mehr eine untergeordnete Rolle. Je nachdem, welche Statistik man sich nimmt, sieht man, in Deutschland leben derzeit ungefähr 23 Millionen katholische Kirchenmitglieder, das sind ungefähr 28% der Bevölkerung. Die evangelische Kirche zählt ungefähr 22 Millionen Mitglieder, der EKD, das sind 26%, wobei die Zahlen stetig über die Jahre zurückgehen. Der Anteil der Konfessionslosen liegt über ein Drittel, andere Statistiken sagen 40%. Auch die Anzahl der Musliminnen und Muslime in Deutschland ist in den letzten Jahren gestiegen und wird auf 5-6% der Bevölkerung geschätzt. Interessant finde ich auch, alle anderen Religionsgemeinschaften zusammen stellen knapp 1% der Bevölkerung in Deutschland. Davon, nach den Zahlen, die ich gefunden habe, 270.000 Buddhisten, 200.000 Juden, 100.000 Hindus, 100.000 Jesiden und noch viele, viele andere Glaubensgemeinschaften. Also, wenn sich eine Gesellschaft in 100 Jahren in Sachen Religion pluraler und säkularer aufstellt, verändert, sollte sich dann nicht auch das Religionsverfassungsrecht ändern? Und vor dem Hintergrund eben dieser 100-jährigen Jubiläen und dieser gesellschaftlichen Veränderungen, die ich angerissen habe, haben wir zusammen mit der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg uns entschlossen, in diesem Jahr nicht nur einen kritischen Blick zurückzuwerfen, sondern auch in die Zukunft zu blicken. Daher möchten wir heute mit Ihnen hier diskutieren, welche religionspolitischen Visionen werden den Herausforderungen der Gegenwart gerecht und tragen zur Gleichbehandlung der verschiedenen Weltanschauungen und Religionen bei. Diese Frage werden wir am Anfang mit zwei Impulsen und dann eben hier einer Podiumsdiskussion einmal mit Dr. Jacqueline Neumann vom Institut für Weltanschauungsrecht diskutieren und mit Professor Dr. Frieda O. Wolf, dem Präsidenten der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg. Ihnen beiden herzlichen Dank für die Bereitschaft, für die Inputs in die Diskussion und für Ihr Kommen. Im Programm steht auch Frau Dr. Körs von der Akademie der Weltregion, die leider kurzfristig erkrankt ist und daher nicht kommen konnte. Das ist leider, wenn man das so im Herbst Veranstaltungen macht, leider immer
der Fall, dass auch jemand krank wird, aber Gott sei Dank haben wir quasi nur einen Ausfall zu beklagen. Nach einer kurzen Kaffeepause werden wir dann in einer zweiten Podiumsrunde anhand konkreter Bereiche wie Hochschule, Wohlfahrt und Seelsorge diskutieren, wie sich Fortschritte bei der Gleichbehandlung erzielen lassen. Hierfür begrüße ich schon jetzt recht herzlich Professor Dr. Ulrich Wilhelms von der Universität Münster, den wir schon im letzten Jahr eingeladen hatten und da krankheitshalber verhindert war. Und er wird zu dem Thema dann auch einen Impulsvortrag halten. Ebenfalls begrüße ich schon mal Dr. Gabriele Schlimper, sie ist Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, Herrn Rainer Waldukat, Patientenfürsprecher im Unfallkrankenhaus Berlin, und Dr. Bruno Ossuch, der frühere Präsident des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg und auch langjähriger Lehrer. Und last but not least, Arne Lietz, der ist Mitglied im Bundesvorstand des Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD und ist vor kurzem auch Abgeordneter im Europäischen Parlament. Ihnen allen auch herzlichen Dank für die Bereitschaft, hier mitzuwirken, hierher zu kommen und mit uns zu diskutieren. Da man in so einem Rahmen nicht immer alles diskutieren kann, laden wir sehr gerne nach der Podiumsdiskussion zu einem kleinen Imbiss ein, sodass man noch in der kleineren Gruppe die eine oder andere Frage gerne vertiefen kann. Bevor ich jetzt an Dr. Ralf Schöppner übergebe für seine Begrüßung und die Überleitung, habe ich noch zwei kurze, aber für mich wichtige Punkte. Zuerst möchte ich allen danken, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Namentlich nennen möchte ich hier Tina Wehr und Ralf Schöppner, die das nicht nur mit vorbereitet und ausgedacht haben, die Leute angefragt haben, sondern die auch heute hier noch Moderation übernehmen. Herzlichen Dank dafür. Dann danke ich auch allen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus für die Unterstützung und für mich neu, wir haben heute hier zwei Gebärdendolmetscherinnen, da wir eben versuchen, unsere Veranstaltung auch barrierefrei zu machen und eine entsprechende Anfrage haben, freue ich mich sehr, dass das geklappt hat und dass Sie uns hier heute unterstützen. Von daher auch vielen Dank für Ihr Kommen. Der zweite und letzte Punkt, damit ich auch wirklich fertig ist, wir organisieren solche Veranstaltungen, weil wir eben einen Dialog über wichtige gesellschaftliche Fragestellungen zwischen verschiedenen religiösen, nicht religiösen und unterschiedlichen weltanschaulichen Gruppen führen wollen. Wir haben uns daher viel Mühe gegeben mit dem Programm. Allerdings hängt der Erfolg und das Gelingen einer solchen Veranstaltung nicht nur von den eingeladenen Expertinnen und Experten ab, sondern auch davon, wie wir alle hier im Raum miteinander respektvoll umgehen und auch anderen Meinungen und Einstellungen zuhören. Unterschiedliche Meinungen und Argumente sind ausdrücklich erlaubt und sonst wäre das auch eine sehr langweilige Veranstaltung. Von daher fordere ich Sie fast auf, quasi teilzunehmen hier an den Diskussionen, aber gleichzeitig möchte ich Sie darum bitten, dies ohne persönliche Beleidigungen und Angriffe vorzunehmen. Ist ein bisschen schade, aber heutzutage, glaube ich, ist so ein Hinweis ab und zu doch nochmal angebracht. Und ich bin mir sicher, dass das gelingt und ich bin mir auch sicher, dass wir dann heute eine spannende, eine erkenntnisreiche Veranstaltung haben, an die wir gerne zurückdenken und vielleicht auch dann im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis berichten. Ich danke Ihnen in dem Sinne alle für Ihr Kommen, Ihre Mitwirkung und Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.